Ja, ich will. Mit diesen Worten hat die Grüne Tabea Rössner am Nachmittag bestätigt, dass sie Oberbürgermeisterin von Mainz werden will. Nach den Kommunalwahlen hatte sie das nur angekündigt, jetzt ist es also offiziell. Bei den Kommunalwahlen Ende Mai waren die Grünen stärkste Kraft im Mainzer Stadtrat geworden. Stilechter kann man die Verkündung der OB-Kandidatur einer grünen Politikerin wohl nicht inszenieren. Mit dem Fahrrad kam Tabea Rössner zur offiziellen Vorstellung in den Mainzer Volkspark. Umweltbewusst und volksnah, so möchte die 52-Jährige rüberkommen. Für Mainz will Rössner ihre Arbeit im Bundestag beenden, obwohl sie dort noch sehr eingebunden sei. Gerade mit der Netz- und Verbraucherschutzpolitik, mit der digitalen Welt habe ich viele Projekte auch noch, die ich eigentlich gerne voranbringen möchte. Aber ich habe mich entschieden, Mainz den Vorrang zu geben, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Stadt einen Wechsel bekommt an der Stadtspitze. Und ich möchte die erste Oberbürgermeisterin von Mainz werden. Sollte die Grüne ihr Ziel erreichen, dann möchte Rössner für alle Bürger da sein. Sie will sozialen Wohnungsbau vorantreiben und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Einige Bürger in Mainz räumen Rössner für die OB-Wahl gute Chancen ein. Mainz ist eine sehr junge Stadt und ich würde mal sagen, dass sie das Rennen macht. Dass er da in sich eine gute Frau für ist, so würde ich sagen. Also wenn ich jetzt sehe, wer zur Verfügung steht. Je mehr man Auswahl hat, desto besser, ne? Ist bestimmt nicht die schlechteste. Ich denke mal, die wird das auch machen. Ende nächster Woche stehen in Mainz noch einige Stichwahlen an. Aber schon jetzt hat der nächste Wahlkampf begonnen. 160.000 Mainzer stimmen im Oktober darüber ab, ob Tabea Rössner die erste Oberbürgermeisterin in der Landeshauptstadt wird.